der deutschen Übersetzung von Hacking Containers und Kubernetes, übersetzt von Stefan und Felix. Wir empfangen Thomas, der Kubernetes und Container hackt. Es ist ein bisschen Aufwand, sowas zu hacken, aber es ist auch nur wenig Aufwand, das sicherer zu machen. Willkommen. Let's go into the details. That's me. Gehen wir direkt in die Details. Das bin ich. Ich war mal CTO und bin jetzt Partner bei Endocode. Describes mostly what I do. Chief Cloud Wizard heißt nichts, aber das beschreibt eigentlich das, was ich mache. Ich war in und bin in der Systemautomation, DevOps und Cloud-Umgebung Spezialist. Zu meiner Geschichte. Ich habe angefangen mit dem Apple II und dem Atari und so weiter und so weiter. Und bin Linux-Nutzer, seitdem es Linux 0.95 gegeben hat. Bin ziemlich alt und hat ein bisschen Geschichte. An den Beispielen werdet ihr das wahrscheinlich feststellen und mitbekommen. Ein kleiner Disclaimer. Endocode war Partner bei CoreOS, was von Red Hat, was von IBM aufgekauft wurde. Unser Business ist Consulting, Training, Workshops und Audits. Dieser Talk ist nicht über den Kubernetes Code Audit, sondern es geht in diesem Talk um die Nutzersicht, wo man aufpassen muss und wie man das sicherer machen kann. Ein bisschen Geschichte. Die Geschichte von Kubernetes. Das Projekt ist sehr schnell gewachsen und mit schnell meine ich, in 2013 gab es noch nicht wirklich. Es gab das Borg-Projekt bei Google und in 2014 haben sie es publiziert und direkt IBM und Red Hat sind mit eingestiegen. Wir haben auch ein bisschen getestet, wie es funktioniert. Wir haben unsere erste Kubernetes-Umgebung in 2015, so Sachen wie Grundgesetz, Artikel G10 in der Amazon Cloud. Dann kam Helm raus, bisschen Training, Anfänger zu Kubernetes einführen. Und ihr seht in der Geschichte das Bergsystem, das Borg-System. Ihr erinnert euch vielleicht an 7 of 9 in Star Trek Voyager. Inspired the seven spokes at the wheel of Kubernetes. 7 of 9 ist die Inspiration für die sieben Stäbe von dem Rad von Kubernetes, also der freundliche Borg. Das waren alles seitdem etwas Spieleentwicklung. In dem letzten Jahr sind viele Leute zu uns gekommen mit kritischen Anwendungen, zum Beispiel für Stromverteilung und solche Sachen. Mit diesem Talk möchte ich euch aufmuntern, euch das selbst nochmal anzuschauen und da einen Eindruck davon zu machen. Auf diesen ganzen Sachen wird Kubernetes benutzt. Ich habe vergessen, die Backends von Auto, und es gibt auch Gesichtserkennung in Kubernetes, also Sicherheitsaspekte, die es bei den üblichen Unternehmen dazu gibt. Wer noch nichts von Kubernetes gehört hat,
Kubernetes ist das griechische Wort für Steuermann. What is important is it's 100% open source. Es ist 100% open source. Es ist in Go geschrieben. Ihr könnt es ändern, ihr könnt es kompilieren, ihr könnt es installieren. Es ist kein Produkt. Es gibt Leute, manche Leute, die Produkte draus machen, aber Kubernetes ist nicht ein Produkt. Kubernetes managt Angebungen und Container. Die 10.000 Fuß Sicht. Auf der linken Seite habt ihr die User, die sich mit der User Interface auf dem Master Server verbinden. Which is persistent in the etcd part. The etcd die is a distributed database. And, Sachen, die man speichert, werden in etcd gespeichert. Das ist auch ein verteiltes System. Configurations, die ganze Konfiguration, alles was state of the cluster is in the Passwörter und so weiter, der Zustand des Clusters ist in etcd. Es gibt dann noch ein Scheduler und so weiter, der alles dann auf den Nodes startet. Und das sind dann die Kubelets und die kümmern sich dann darum, Docker-Container oder irgendwelche andere Container, das ist für Kubernetes egal, startet. Das ist das, was euch interessieren solltet. Also die User-Seite, die API und der Container-Cluster. Das ist nicht ganz das, was wir machen auf diesem Event und auf Kongressen. Wir schauen uns jetzt DevSecOps an. Meine Hauptnachricht ist, dass Kubernetes Teil von der DevSecOps-Landschaft ist. DevOps ist tot, aber es gibt halt DevSecOps, noch ein paar andere Ops. Es ist nie wirklich definiert, was da alles drin ist. Stack of security, so confidentiality, und integrity, accessibility, zusätzlich zu dem üblichen Automation and what most people don't know, zu dem üblichen Stack an Sicherheit out of the box, fügt Kubernetes noch Automation und Audits hinzu. There is no good definition of DevSecOps. Es gibt keine gute Definition von DevSecOps. Für mich ist es eine Philosophie. DevOps, man nimmt DevOps to every step und fügt Sicherheit zu allen Schritten hinzu. Das bedeutet, es geht um Ausbildung, um Erfahrung, um den richtigen Mindset. Du musst eine klare Vorstellung davon haben, um was es geht. Und was gehört da alles dazu? Das ist eine typische Karte von verschiedenen Sachen, was Kubernetes unterstützt. Und eine Reihe von Cloud-Provider müssen einige der Sachen tun. Das ist eine sehr komplexe Karte und wir müssen mit allen diesen Sachen umgehen. Das ist der Hintergrund. Lass uns technisch werden. Was ist ein Container? Es wird häufig zu einem leichtgewichtigen virtuellen System verglichen. Aus Sicht der Entwickler sieht es aus wie eine virtuelle Maschine. Man kann in einen Container alles rein installieren. Aus Sicht von Operations, vom Betrieb, man kann das so machen, aber das passt nicht besonders gut. Man sollte die 12-Faktor-Philosophie verfolgen, pro Container ein Prozess, eine Aufgabe sehr gezielt das einsetzen. Was sind also jetzt Container? Ja, Docker ist ein Container. Container sind eine Möglichkeit, Linux-Prozesse zu isolieren. Und damit kann man definieren, wie sie isoliert werden, welche Fähigkeiten sie benutzen können dürfen. Und bei virtuellen Maschinen sehen wir auf der linken Seite, es gibt einen Hypervisor, der diese Maschinen, virtuelle Maschinen verwaltet, und da drin laufen eigene komplette Betriebssysteme.
Betriebssysteme, während bei den Containern ein Linux-Kernel die eigentlichen Prozesse startet und die sind isoliert und die Kommunikation erfolgt über den einen Linux-Kernel. Intel or other processors guarantee that you isolate you with Ring Zero. Und der Kernel stellt auch die Isolierung sicher. So well known Linux Namespaces sind nicht so bekannt. Have all the namespaces. Das sind die Namespaces, die es im Kernel gibt. Am wichtigsten most important, you can sind set the namespace per process in das Wichtigste daran ist, man kann für jeden Prozess festlegen, in welchem Namespace sie laufen sollen. Und man kann das jeweils einzeln festlegen. Man kann also mehrere Prozesse zum Beispiel in einen Netzwerkstack stecken, aber zum Beispiel in andere Dateisysteme zugreifen lassen. Also something. Sogenannte Capabilities, die Fähigkeiten, die 38 Capabilities in a 64-Bit Array implemented. Das sind die 38 Capabilities, die es für 64-Bit gibt. Und das gibt einem Prozess bestimmte Rechte, zum Beispiel die Netzwerkkonfiguration zu ändern oder RAW, also direkt auf Pakete senden und empfangen zu können, am normalen Protokollstack vorbei. Systime, um die Zeit des Systems zu verändern. Same time as on the host machine. So with cap systime, a container could change. Und mit systime zum Beispiel kann ein Container die Uhrzeit verändern. And unfortunately even und es Bundesamt für gibt eine ganze Reihe von falschen Informationen. Does not know das BSI versteht offensichtlich Container noch nicht so richtig gut. 50-50, und man hat so eine 50-50 Chance, dass die Informationen da tatsächlich korrekt sind. Even the EX-Artikel und auch der EX-Artikel von Heise ist nicht so wahnsinnig hilfreich. Glaubt nicht unbedingt, was ihr da lesen könnt. Denkt selber nach. And this is going to explain the next is what is a Kubernetes pod? A so, pod jetzt geht's um Kubernetes Pods. So network und für Kubernetes ist das vor allen Dingen eine Möglichkeit, dieselbe Netzwerkumgebung, denselben Netzwerk-Namespace zu haben. Alle Prozesse in diesem Pod teilen sich zum Beispiel die DNS-Konfiguration, der Localhost ist derselbe für alle diese Prozesse. Tunneling, wenn man es aufsetzt, gehört dazu. Und die können aber alle trotzdem unterschiedliche Prozess-IDs und Dateisysteme haben. Hier ist ein Beispiel. Links sehen wir, was da passiert. Ein Nginx-Webserver wird gestartet. Und dieser if you glue them together in a pod. Jeder Pod hat mindestens einen Container, aber umgekehrt kann ein Pod mehrere Container haben. Und wir können jetzt hier als Standardbeispiel, der Nginx-Webserver soll die Möglichkeit haben, auf einen MySQL-Datenbank-Server zuzugreifen. Und hier kann man sehen, auf der linken Seite das Grüne, das ist der WordPress-Prozess, der auf die Datenbank zugreift, über Localhost. Cloud SQL Proxy, which goes directly und auf der rechten Seite sehen wir einen Cloud SQL Proxy, der mit zusätzlichen Usernamen und Passwörtern auf eine verschlüsselte TCP-Proxy-Verbindung aufmacht. Die ist dann gesichert und wenn man das, dieses Produkt von Google nicht verwenden möchte, dann kann man da auch eine Reihe von Open-Source-Alternativen verwenden. Und man kann hier natürlich auch seinen eigenen Datenbank-Cluster als Ziel angeben. Also das ist ein Anwendungsfall, wo ein Pod dabei hilft, die Datenbankverbindung sicherer zu machen als unter normalen Umständen. Generating
Secrets, also Geheimnisse, ist eine Funktion von Kubernetes, um Usernamen, Passwörter, API-Keys, Ähnliches zu managen. Zertifikate, private Schlüssel für genau diese Cloud-SQL-Connection. Und das ist eine sehr typische Geschichte, wie man mit Kubernetes so eine Verbindung konfiguriert. If you want to look deeper into this stuff, wenn ihr euch das genauer anschauen wollt, dann hier ein paar Empfehlungen zum Nachlesen. BSI stuff. Wenn euch das BSI-Zeugs nicht so gut gefällt, startet mal mit der amerikanischen Standardbehörde NIST. Die haben sehr gute Unterlagen erarbeitet, wie man Kubernetes absichern kann. Die Kubernetes-Architektur basiert auf Namespaces und Bindings und Pod Secrets, Roles und so weiter und so weiter. Just an object in Kubernetes. Das ganze blaue Zeugs sind Objekte in Kubernetes. Kubernetes Service Accounts and all the stuff. Und die können sich mit dem Kubernetes Server Account verbinden. Access Management IAM. This has to be implemented by your cloud provider if you want to. Aber das muss von eurem Cloud Provider implementiert sein. Falls ihr das selber macht, müsstet ihr das selber implementieren. Dann gibt es die Pod Security Policy. Das ist etwas schwieriger, weil ihr die Hardware-Maschine von Sachen, die auf dem Container laufen. Falls ihr Kubernetes komplett falsch konfiguriert, könntet ihr theoretisch auch aus einem Container kompletten Zugriff auf das Host-Betriebssystem kriegen. Hier habe ich ein Beispiel, wie man Zugriff auf Docker-Socket bekommt. What you should think, what you should consider is setting up your own admission controller. Was ihr machen solltet, ist, euren eigenen Admission Controller zu implementieren. Policy implementation is an admission controller, so die Pod Security Policy ist ein Admission Controller und in Kubernetes das can change kontrolliert, wie ihr Pods auf eurem Kubernetes startet und kann sogar dann die Konfiguration von Pods ändern. Recommended things you should read. Das sind Sachen, die ihr lesen solltet. And one thing I showed you the capabilities. Docker. Und falls ihr Deployments anfangt, ich hatte euch ja die Capabilities angezeigt. Kubernetes hat Defaults und Docker insbesondere hat Capabilities, die relativ Müll sind. Da würde ich euch empfehlen, die Sachen, die ich euch da aufgeschrieben habe, dann zu setzen. Zum Beispiel diese Defaults, die Docker hat, das ist sehr offen und zu offen. Zum Beispiel Duck Override, das erlaubt einem Nutzer, damit kann Root die Leseschreib- und Permissions zu umgehen. Und Red Hat sagte, das braucht kein Container. Das braucht ihr höchstens, um privilegierte Ports zu benutzen. Aber das braucht ihr normalerweise nicht. Es gibt zum Beispiel auch noch so ein paar andere Sachen. Wir müssen auch in den Container reingucken. Zum Beispiel execve kann mehr Privileges einem Prozess geben. Es gibt in Linux 3.5 einen neuen Flag, der nun New Privs heißt. Also das execve ist eine doofe Idee.
And CAPSIS admin to the container. Und no new prefs, da kann man noch bei Kubernetes Ausnahmen geben, aber die Ausnahmen sind auch sehr komisch definiert. Und so this privilege is added to prevent breaking set UID. Es gibt ein paar Privileges, die dann trotzdem hinzugefügt werden, um dann zum Beispiel SUID-Binaries nicht kaputt zu machen und so weiter. Das müsst ihr dann selber überprüfen. Andreas Peters Petty from Spiegel Online. Danke, Andreas Peters von Spiegel Online, der diesen Fehler gefunden und beschrieben hat. Mal-configured cluster. You all know was passiert mit einem schlecht konfigurierten Cluster? Has a Kubernetes cluster up to version 1.6, this falls will work. Jemand noch ein Kubernetes bis 1.6 hat, benutzt es nicht in Production. Busybox. Hier könnt ihr process aus der Busybox raus einen Docker-Prozess starten, kriegt dann Zugriff auf den Docker-Socket und könnt dann die Docker-Binary aus dem Container raus, was schön ist, um dann Container innerhalb von Container bauen könnt. Aber sicherheitstechnisch ist es relativ schlimm und es sollte ausgeschaltet sein. Wir haben auch noch über Komplexität gesprochen. Wir sind uns alle einig, dass Komplexität nicht der Sicherheit zuträgt. Was er auch noch sagt, ist, dass wir Komplexität lieben. Wir müssen es also besprechen. Das ist allerdings eine philosophische oder religiöse Debatte, meiner Meinung nach. Aber es ist keine technische Hürde. Hier ist eine Netzwerksicht. Ich habe euch gewarnt, da ist Komplexität drin. Das Blaue ist nochmal Kubernetes. Set up an ingress. Das Beispiel ist hier zum Beispiel wieder, dass ihr einen Ingress aufsetzt, mit dem ihr dann von außen das Kubernetes beeinflussen könnt. Das kann dann zum Beispiel an einen regionalen oder globalen Load Balancer angeschlossen werden. Und damit könnt ihr globale Rollen an global euer Cluster übergeben. Ihr gebt also ein Zertifikat an die Google Cloud, kriegt dann ein Zertifikat zurück und Google wird dann den Traffic in eure Sache injizieren. Da kriegt ihr dann 40 Gigabit pro Sekunde Anbindung ans Internet. Aber das ist sehr komplex. Und ihr müsst dann, um das benutzen zu können, Custom Controller dann entwickeln, die das dann für euch machen würde. Die hellblauen Sachen kommen aus dem Linux-Kernel. Mit zum Beispiel BGP-Rollen und so weiter, das müsstet ihr dann alles auch selbst machen. Und darunter ist dann noch die Hardware, die dann durch euer Kubernetes konfiguriert ist und solche Sachen. Buzzword-Bingo, what I'm doing here, but this is more or less the main part of the network. Das ist dann der Hauptteil des Netzwerks, des Netzwerksystems. What we do is customers come to us, or we need. Was wir machen, Kunden kommen zu uns und wir brauchen, sagen, wir brauchen mehr Sicherheit. Und wir bieten dann an, Audits von deren Kubernetes-Cluster zu machen und was die besser machen könnten, was besser gemacht werden kann und wie sie Sicherheit betrachten müssen, part of Kubernetes, was
Then images, installation. Die gefunden haben, ist, dass es meistens dann in diese verschiedenen Kategorien geht. Storage zum Beispiel ist nicht ein Teil von Kubernetes, aber da gibt es immer dann Sicherheitsprobleme. Zum Beispiel verteilte Datenbanken und Storage. Das Beste wäre, sich den Talk anzuschauen, der auf der vorigen Slide war, und versucht das Kapp-Theorem zu verstehen. Ihr könnt nur zwei von den drei Sachen im Kapp-Theorem zu kriegen, und Replikation ist schwierig. Selbst in dem einfachsten Sinn ist es schwierig zu implementieren. Danach haben wir Bilder, Images. Die Docker-Images. Code von Quellen, die man nicht kennt, als Root auf dem Kubernetes-Cluster laufen zu lassen, ist eine schlechte Idee. Eine sehr, sehr schlechte Idee. Kubectl zum Beispiel kann gehijackt werden. Das wäre eine 30-minütige Aufgabe sein, um das zu umgehen. It's the same for the Helm charts. Registries, we have seen this code here. Bei den Registries, da hat es viel auch infizierten Code gegeben. Und wir hätten, werden Microsoft nie verzeihen für diesen ganzen Krempel. Ungefähr zwei Drittel oder drei Viertel der Container hatten mittel- oder hohe Sicherheitsprobleme in 2015. Das könnt ihr dann lokal implementieren, da verschiedene Checks nach. Es ist leider in 2018 nicht besser geworden. Und ich würde nichts darauf wetten, dass es inzwischen besser geworden ist. Checkt eure Images, bevor ihr die benutzt. Danach geht es um den Cluster-Setup. Ein Cluster zu installieren ist relativ einfach, aber es zu updaten ist schwierig. Da braucht ihr mindestens fünf Leute für. Und automatisiert so viel wie möglich. Am besten auch auf der letzten Version von Kubernetes deployen. Aber Kubernetes geht immer mehr in die Sicherheit rein. Es könnte sein, dass ihr Container habt, die nicht auf dem letzten Kubernetes laufen werden. Dann geht es um die Sicherheit von Pods. Schaltet SE-Linux oder AppArmor nicht raus. Benutzt brauchbare Defaults. Und hier gibt es ein Beispiel, wie ihr nach Privileges und Capabilities checken könnt. And here you see the red things are there is no such thing like security context. The greens have good ones. Es gibt auch nichts wie ein Security Context. Das Grüne sind gute, und naja, da kann man es dann checken. Docker is still the default, but check die Runtimes. Creo is a new default. Aktuell ist noch Docker der Default. Es wird auch Cryo geben. RKT ist outdated. Ihr könnt auch mit Hypervisor und mit Google Cloud dann gehostete Sachen haben. And with runtime equals run sc, you see GVisor is blocking most of the critical access. Der GVisor wird auch tatsächlich dann die meisten Sachen, die in the future problematisch sind, blockiert. In der Zukunft wird es die Runtime-Class auch konfigurierbar machen. Das ist eine
restriktive Pod-Policy, am besten sowas deployen. Es wird auch alles verbieten und nur die Sachen, die ihr braucht, zum Beispiel sichere Volumes, erlauben. Es blockt komplett den Host-IPC und so weiter. Also can add audit logs to your system, for example. Ihr könnt auch Auditierungslogs hinzufügen. In healthcare environment. Wenn ihr zum Beispiel DevSecOps in der Medizin einsetzen wollt, all Kubernetes YAML files in dann macht es Sinn, alle Kubernetes-Files im Git zu haben, die Secrets in einem eigenen Branch, der geschützt ist. Und audits means you can see damit kann man immer sehen, wann etwas execs in a container or changes something. Kann man sehen, was sich verändert, wann irgendjemand einen Container startet. In Google wird es entsprechend in ein eigenes System gelockt und ein Auditor kann jetzt über entsprechende Abfragen alle diese Events nachvollziehen. Wenn euch Google nicht gefällt, kann man das auch mit Elasticsearch machen. Und Elasticsearch hat auch ein entsprechendes rechtebasiertes Rollensystem, mit dem man genau diese Events auch erzeugen kann. Das nächste ist das Netzwerk, Netzwerk-Policies. Was man hier sehen kann, man kann Calico zu Kubernetes zufügen. Das ist die Standard-Netzwerkschicht. Und jedes Mal, wenn sich etwas in der Netzwerkkonfiguration ändert, dann wird das CNI, das Container Network Interface, aufgerufen. Border Gateway Protocol, IP Table. Irgendwelche Änderungen, IP-Routing-Tabellen oder BGP-Änderungen werden auch gelockt. Alle Policy-Entscheidungen, also wie zum Beispiel die Firewall-Regeln, Labels für Verbindungen, Namespaces, Ports und Regeln wie zum Beispiel, dass die Datenbank nur aus dem Frontend erreichbar sein soll. Das ist Standard IP-Tables-Konfiguration. Das nächste richtig heiße Ding sind Service Meshes. Istio. Und Istio ist so eine Ein-Klick-Lösung für Kubernetes, mit der man eine Mischung aus Public und Private Cloud machen kann, also irgendwas in der Cloud und bei sich auf eigenen Rechnern. It will be part of OpenShift 4. Das wird Teil von OpenShift 4 werden. Im Moment wird es vor allen Dingen von Google, IBM und Red Hat ausprobiert und vorbereitet. Das sollte sehr sicher sein. Lass uns da ein bisschen genauer reinschauen. Shows secure defense in depth, zero trust network, all the buzzwords. Alle Buzzwords, was man so gerne hören möchte, was sie dafür benutzen, sind die sogenannten Sidecars, die Beiwagen. Da gibt es also einen Container innerhalb des Pods, der quasi als Proxy fungiert. Und mit einem Init-Container werden zu Beginn des Starts des Pods die Firewall-Regeln verändert, die IP-Tables-Regeln. Und dafür braucht dieser Container natürlich die Net-Admin-Rechte. Was nicht so gern erwähnt wird. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Geschichten wie Citadel. Das ist ein Bild eines Service Meshes. Und die Microservices werden durch die Sidecars unterstützt. Und die Microservices können also den Regeln der Sidecars normalerweise nicht entkommen. Hier ist zum Beispiel die eine Möglichkeit, wie ein Service dann doch die Regeln umgehen kann. Und man kann es einfach umgehen, indem man die IP-Tables aus einem anderen Container heraus einfach wieder so ändert, wie man sie gerne haben möchte. Man benutzt den Istio-Container, um die Beschränkungen einfach wieder zu entfernen. Security is void.
damit ist dann die gesamte Netzwerksicherheit komplett aufgelöst. So you have added network security. Man hat also Multi-Tenancy, because if everybody man hat also Netzwerkkonfiguration, Netzwerksicherheit hinzugefügt, aber Mandantenfähigkeit ist abgeschafft, denn jeder Mandant kann nun wiederum diese Netzwerksicherheit auflösen. Und man kann das lösen, indem man entsprechende Sicherheitsregeln definiert. Im Allgemeinen Disclosure limit of 6 weeks. Hat diesen Exploit veröffentlicht, im März veröffentlicht. Vom Tauli, Google Florida. Und I was not the first who war auch nicht der Erste, der auf dieses Problem gestoßen ist. Und das ist jetzt effektiv so ein Script-Kiddy-Zugang. In Issue 1.2 wird das Container Network Interface diese Funktionen übernehmen und damit ist dann das aus dem User Space heraus nicht mehr so einfach möglich. Und man kann das dann also nicht mehr vom Microservice aus kontrollieren. 1.2 ist im Prinzip fertig, ist aber noch nicht ausgerollt. Der Standard ist immer noch der Sidecar mit der entsprechenden Angriffsmöglichkeit. Achtet also darauf, wenn ihr Istio für jetzt im Moment verwendet. Aber im Moment sind das noch sehr wenige, auch wenn das jetzt scheinbar gerade am Zunehmen begriffen ist. Zusammenfassung. Sehr lange Zusammenfassung. Es ist tatsächlich, macht sehr viel Spaß, mit Kubernetes zu arbeiten. Und es erinnert mich daran, wie das so war, mit Unix zu arbeiten in den 90ern. Wenn man Spaß an System Engineering hat, man stellt die Marketingfolien in Frage und man kann sehr schnell Probleme finden und die relativ einfach ausnutzen. DevSecOps ist eine gute Idee. But don't forget the SEC. Aber vergesst SEC, die Sicherheit dabei nicht. If you dive deeper in a system, wenn ihr etwas genauer in die Details dieser Systeme einsteigt, dann werdet ihr auf jeden Fall Probleme finden. Docker-Probleme und nicht notwendigerweise Probleme von Kubernetes, sondern tatsächlich von Docker beziehungsweise dem Capability-System vom Linux. You will see a lot of buzzwords. Ihr werdet jede Menge Buzzwords finden. Focus on one security aspect. Und konzentriert euch auf einen Sicherheitsaspekt. Und dann findet jemand in einem anderen Aspekt ein Sicherheitsproblem und dann ist eure ganze Arbeit vertraut dem Code nicht, vertraut niemandem. You can support it if you look deeper into it by writing and responsibly disclosing exploits. The community is really friendly. Die Community ist sehr aufgeschlossen Problemberichten gegenüber. Also mit responsible disclosure kommt man sehr weit. Benutzt es gerne. Benutzt es verantwortungsbewusst. Just have a way of looking into the security. Schaut euch die Sicherheit an. Wenn ihr Fragen habt, dann versuche ich über allen Wolken zu bleiben. Ich werde einen Workshop geben um 3 in der Seabase. Go for it. Okay. Und jetzt zu den Fragen. Questions. Has anybody a question? Please raise your hand. Is there any questions from the internet? No questions from the internet? Yep. Okay, go right away. What's the security issue with that Istio Sidecar in particular? Was ist der Sicherheitsimpact speziell des Sidecars? Man kann es ausschalten.
wenn man den NetAdmin-Container zusätzlich deployt. Man muss seinen Containern vertrauen können. Wenn man es richtig gemacht hat, dann hätte man einen Admission-Controller, der diese NetAdmin-Capability nicht zur Verfügung stellen würde. Es ist ein interner Angriff, aber man kann die Einschränkungen einfach wieder entfernen und damit ist man dann in Wirklichkeit doch nicht sicher. Wenn du möchtest, kann ich hier im Workshop den Exploit direkt zeigen. The actual application itself is die eigentliche Anwendung läuft aber noch, ne? Yeah. Und die läuft auch unprivilegiert. Ja, genau, die läuft unprivilegiert. Die Applikation kann damit dann alle Einschränkungen umgehen, also kann nach Hause telefonieren oder ähnliches. Aber wenn man projektspezifische Permissions einstellt, die braucht man nicht. Wenn man den Cluster aufsetzt mit Listio, dann wird das injiziert und Listio injiziert diese Regeln, die können dann aber wieder entfernt werden. Thank you much. That was a great talk. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Have you seen Cube Let Me In? Hast du Cube Let Me In gesehen? Wir können da später nochmal drüber reden. Es gibt eine ganze Reihe von Sicherheitslücken, die für eigentlich alle Kubernetes-Anbieter gelten. Ja, das ist wahrscheinlich möglich. Wenn man alles zusammennimmt, dann hat man eine sehr schöne Sammlung von Exploits. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam noch mal drauf gucken können. Bitte langsamer sprechen. Schwer, euch zu verstehen. Vielen Dank für den Vortrag, das war sehr interessant. Kann man Helm, den Package Manager, etwas sicherer machen? Was ich empfehlen würde, ist Helm auf jeden Fall auf bestimmte Namespaces einzuschränken. Mit minus tiller Namespace kann man den Namespace kann man den auf einen bestimmten Namespace einschränken, auch wenn tiller jetzt gerade aus Helm entfernt wird. Und man kann Helm also so installieren und starten, dass es nur auf einen Namespace wirken kann. Im Moment hat es vollen Systemzugriff und man kann über Helm also beliebigen Namespaces beliebige Änderungen vornehmen. Noch Fragen aus dem Internet? Okay, thank you very much. I close this talk now. Danke, vielen Dank. Big applause for Thomas Fricke. Großen Applaus. Ja, ihr habt die Übersetzung gehört von Stefan.